Oh nein, Pröter hat schon zu. Vielleicht ist er ja doch noch da. Herr Pröter? Herr Pröter? Sind Sie da? Wir sind's. Es ist etwas ganz Grauenvolles passiert. Roswitha, das klingt ja, als ob du eine Leiche gefunden hast. Was ist, wenn du für Hajo bis 12 keinen Sekt hast? Stimmt, dann findest du eine Leiche. Hajo trinkt das ganze Jahr über Bier. Nur an seinem Geburtstag, da muss es dann ausgerechnet Sekt sein. Dann muss er heute um 12 eben mal Bier trinken. Geburtstag ohne Sekt, das ist für Hajo, als hätte ich seinen Geburtstag vergessen. Wie spät? 20 vor 12. Das wird knapp. Da. Genau das, was wir suchen. Was machst du denn da? Fenster ist gar nicht richtig zu. Das kannst du doch nicht machen. Dann sag mir, wo ich in den nächsten 5 Minuten Sekt herkriege. Weiß ich nicht. Los, pass auf, dass keiner kommt. Das ist ein Einbruch. Das ist ein Notfall. Ich stehe morgen ganz früh auf und erkläre Pröter alles. Los, pass auf. Oh, wenn uns jemand sieht. Leise, Roswitha. Aber mach nicht so laut. Blödes Fenster. Ich glaube, mir wird schlecht. Da. Oh, der ist ja ganz warm. Guten Morgen, Nicole. Ist deine Mutter schon wach? Mama, bist du schon wach? Frau Nachbarin ist da. Nicht so laut. Soll sie nun aufwachen oder nicht? Ja, aber dann musst du deinen Vater nicht gleich mitbekommen. So? Warum denn nicht? Naja, weil er sich an seinem Geburtstag mal so richtig ausschlafen soll. Der ist schon duschen. Oh nein. Oh, Morgen. Was ist denn los? Du wolltest doch heute ganz früh aufstehen. Ach so. Ach du meine Güte. Was ist denn los? Deine Mutter wollte für deinen Vater noch was zum Geburtstag besorgen. Was denn? Ein Geschenk. Wo will sie denn das holen? Bei Pröter? Nein. Beim Bauern? Will sie eine Kuh schenken? Sowas Ähnliches. Was ist denn so ähnlich wie eine Kuh? Ein Pferd? Ja. Ja! Du findest, dass eine Kuh so ähnlich wie ein Pferd ist? Naja, so von weitem. Du findest, dass von weitem eine Kuh wie ein Pferd aussieht? Manchmal. Aber manchmal auch nicht. Manchmal auch nicht. Du kannst also manchmal eine Kuh nicht von einem Pferd unterscheiden? Das habe ich nicht gesagt. Doch, du hast eben gesagt, dass du von weitem eine Kuh nicht von einem Pferd unterscheiden kannst. Komme gleich. Morgen. Guck mal, frische Brötchen. Wie, Pröter hat schon auf? Ja, sicher. Bei dem ist er heute Nacht eingebrochen worden. Nein. Das glaube ich nicht. Doch, das stimmt. Ich glaube, ja, mein Gott, das war ein paar Jungs. Jetzt seid doch mal ruhig, lass den Mann noch mal reden. Also Pröter von vorne. Na, da gibt's nicht viel zu erzählen. Wann genau war der Einbruch? Naja, heute Nacht. Irgendwann heute Nacht, als ich heute Morgen aufgewacht bin, da... Wollen Sie damit sagen, Pröter, Sie haben gar nicht mitgekriegt, wie die Brüder Ihre Scheibe eingeschlagen haben? Naja, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Habt ihr das gehört, Leute? Ich hab's gar nicht bemerkt. Hey, ich hab da geschlafen. Hä? Unser Platzwart hat geschlafen. Pröter, wofür bezahlt man sie eigentlich? Schar, jetzt red dir mal nicht so auf hier. Also, jetzt hör mal zu. Heute wird der Kiosk ausgeraubt und morgen? Ja. Morgen sind unsere Wohnwagen dran. Aber ist doch noch ja nicht klar, was alles gestohlen worden ist. Also ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Seht ihr diese Scheibe hier? Ja. Das ist ein Angriff auf unsere Gemeinschaft. Was machst du denn, wenn die Bande morgen in deinem Wohnwagen steht, hä? Wer sagt denn überhaupt, dass eine Bande war, hä? Ich sag das! Hajo! Jetzt nicht! Hier kommt doch nicht einer zufällig vorbei. Das waren mehrere. Einer muss doch den Wagen gefahren haben, mit dem sie alles wegtransportiert haben. Und wenn ihr hier nicht alles zertrampelt hättet, könnte man auch nur die Fußspuren sehen. Auf dem Asphalt? Das war eine gezielte Aktion. Gut organisiert. Klar, Mafia. Noch lachst du, Hotte. Noch lachst du. Aber ich sag dir, die kommen wieder. Heute ist es der Kiosk. Hajo! Und morgen sind es unsere Frauen. Oh.
Die haben hier leichte Beute, ihr habt's doch gehört. Der Platzwart hat geschlafen, nichts mitgekriegt. Stimmt, auf Bröter ist kein Verlass. Jetzt warte erst mal ab, was die Polizei dazu sagt. Hier draußen sind wir auf uns gestellt. Die Massen von uns haben Frauen und Kinder. Wir müssen uns organisieren. Streifengänge machen, Wachen aufstellen. Sag mal, Mario, hast du noch alle? Willst du eine Bürgerwehr gründen oder was? Weißt du, was ich vermute? Der Hajo will sich davor drücken, an seinem Geburtstag auszugeben. Hör mal, ich hab mir meinen Geburtstag auch anders vorgestellt, kannst du glauben. Aber keine Angst, Hajo, wir kommen nachher mal vorbei, ne? Und weh, du hast nicht genug zu trinken da, du. Mensch, Leute, der Hajo hat Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hajo. Happy Birthday to you. So, jetzt, verdammt, hört mal auf. Brüter, Brüter, komm. Wie hoch ist der Gesamtschaden? Ja, es ist noch nicht endgültig, aber ich würde mal so sagen, um die 480 Mark. Für zwei Flaschen Sekt? 10 Flaschen Weinbrand, 4 Flaschen Rum, eine Stange Zigaretten und, naja, 2 Flaschen Sekt. Na, ihr? Na, ja. Haben wir doch noch Glück mit dem Wetter, hm? Na, die hat sich ja wieder eingekriegt. Ja, ja. Komm, lass uns gehen. Schlimmer, würde ich sowas zutrauen. Er hat sowas Kriminelles. Wir aber auch. Doch, da muss es doch jemand bei beobachtet haben. Wie unheimlich. Und als wir weg waren, hat er dann die ganzen anderen Flaschen gestohlen. Oder bist du nachts noch mal los? Dann mit 20 Flaschen Schnaps ins Bett gegangen, Roswitha. Aber am gemeinsten finde ich, dass sie einfach unser Fenster benutzt haben. Dass sie zu feige waren, selbst eins kaputt zu machen, die Schweine. Auf alle Fälle können wir jetzt nichts mehr sagen. Pröter glaubt uns doch niemals, dass wir nur 2 Flaschen Sekt mitgenommen haben. Nie. Aber andersrum denken jetzt alle, dass wir es gar nicht gewesen sind, die den Sekt geklaut haben, sondern die anderen Diebe. Das weiß doch niemand, dass wir es waren. Schade eigentlich. Wieso? Freu dich doch. Jetzt wird niemand erfahren, wie ehrlich wir eigentlich waren. Wir hätten auch viel mehr mitnehmen können. Wir wollten aber nur 2 Flaschen Sekt. Ja, wir sind ganz schön blöd. Sollten Sie von der Seeseite vordringen, müssen hier am Steg auch noch 2 stehen. Ja, vielleicht den Peters und den Baumann. Baumann ist mir zu schlaff. Er trinkt mir zu viel. Ja, dann den Baumann in der Nähe vom Klo. Hm. Da passt er hin. Und den Peters zusammen mit Herrn Isimir. Peters zusammen mit Isimir, das gibt Mord und Totschlag. Hm. Nee. Peters alleine, mit seinen 3 Söhnen. Oh ja, den möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Das ist wohl wahr. Was macht ihr denn da? Spielt ihr Stadtland Fluss? Wir stellen die Wachen auf. Aber so geht das Spiel doch gar nicht. Hier am Westzaun ist auch noch eine ganz schwache Stelle. Ist das unser Platz? Ja, der Wald, der See, der Kiosk, die Toiletten und unsere Plätze. Ach, das sieht aber hübsch aus, besonders die vielen roten Pünktchen. Da will Hajo die Wachen aufstellen, ne? Hajo, du übertreibst mal wieder. Mal sehen, was du sagst, wenn die Kerle heute Nacht vor deinem Bett stehen. Guten Abend, meine Herren. Nur nicht so schüchtern, mein Mann schläft schon. Ich glaube ja nicht, dass sie wiederkommen. Bist du sonst so ängstlich? Ja, aber ich fühle ganz genau, dass heute Nacht nichts passiert. Gar nichts. Ja, weil Dieter und ich dafür sorgen werden. Los, Dieter, trommel die Wachen zusammen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hajo. Happy Birthday to you. Kinder, jetzt wird erstmal schön gefeiert. Genau. Na, dann mach ich mal die Bohle. Nix da, hier wird nie gefeiert. Ihr könnt für die Wachen heute Nacht einteilen lassen. Wie Wachen? Da wisst ihr was Besseres. Glaube ich auch nicht, dass ich dich davor drücken kann, sein auszugeben, Hajo. Hajo, jetzt verdirb dir doch nicht deinen Geburtstag. Es gibt Wichtigeres. Genau, wo ist das Bier? Ja. Hier. Ach, zieh mal eine. Prost euer Leben, Prost euer Leben, dreimal hoch. Hajo, wir kommen wieder hoch. Die kannst du vergessen. Und hier kommt deine Geburtstagstorte. Dieter und die anderen müssen jede Minute hier sein. Dann kannst du dich ja noch einen Augenblick hinsetzen und ein Stück Torte essen. Hat Roswitha gemacht. Ich habe hier gleich eine Lagerbesprechung und ein Kaffeekränzchen. Ach, Hajo, ess doch was von deiner Geburtstagstorte. Roswitha hat sich solche Mühe gegeben. Ich habe dieses Jahr extra eine Backmischung genommen. Unser Eigentum steht auf dem Spiel. Und ihr tut so, als wüsstet ihr gar nicht, was letzte Nacht hier passiert ist. Das würde ich nicht so sagen. Aber vielleicht war der Einbrecher ja nur ein armer Obdachloser. Die trinken ja gern mal einen. Einfach jemand, der aus einer Notlage herausgehandelt hat. Der gar nicht anders konnte. Und das nur einmal gemacht hat. Wenn er gewollt hätte, hätte er den ganzen Kiosk ausräumen können. Hat er aber nicht gemacht. Daran sieht man, dass das keine Profis waren. Und schon gar keine Bande.
Das hätten Heidi und ich auch gekonnt. Hoppla. Heidi. Wo ist eigentlich Nicole? Die ist mit Ann-Kathrin ins Dorf gegangen. Ausgerechnet an deinem Geburtstag. Lass sie. Da ist sie sicherer als hier. Na gut. Die wollten sowieso noch ins Kino. Wo sind die anderen? Tja, also, die Schlömanns haben heute Hochzeitstag. Der Peters hat wohl was am Bein. Herr Isümir will mit seiner Familie ins Dorf. Und der Baumann wird wohl gerne. Aber seine Frau lässt ihn nicht. Die lassen uns alle im Stich? Oh, Moment. Die alte Frau Dietrich wird uns ihren Hund leihen. Feiglinge. Nix als Feiglinge. Ja, nee, Hajo. Es sieht eben keiner ein, sich wegen ein paar Flaschen Schnaps die ganze Nacht um die Ohren zu hauen. Ich wusste gar nicht, dass Männer so vernünftig sein können. Dann können wir jetzt ja in aller Ruhe feiern. Dieter? Dann sind wir eben auf uns gestellt. Aber Hajo, wir können doch nicht zu zweit den ganzen Platz bewachen. Der Platz ist mir egal. Der kann brennen. Aber hier, unser Eigentum, das gilt es zu verteidigen. Hier gibt's doch nichts zu klauen. Moment mal, Roswitha. In meinem Vorzelt habe ich Waren im Werte von Hunderten von Mark. Ach, wer klaut denn schon Skistöcke und Wäscheklammern? Lass mal, Dieter. Das hat keinen Zweck. Wir kämpfen alleine. Und wir essen Kuchen. Guck mal, da kommen die Söhne von Peters. Es gibt also doch noch Männer. Hallo. Lieber Jungs. Lieber Jungs, dass ihr gekommen seid. Ja, ich hab gehört, es gibt Kuchen. Kuchen? Ganz schön blöd sein, um darüber zu stolpern. Viel zu auffällig. Nachts siehst du doch nichts. Und was mit Hunden? Ach, die machen weiten Bogen drumherum oder gehen unten durch. Was soll denn das für Hunde sein? Limbo-Tänzer? Die Bowle ist fertig. Die kommt gerade richtig. Nicht für uns. Wir müssen nüchtern bleiben. Dann trinke ich eben für euch mit. Vorsicht, Roswitha. Ich bin doch nicht blind. Oh, jetzt habe ich die Sonnencreme vergessen. Siehste, funktioniert. Klar, wenn die Diebe laut rufen. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt verbinde ich das Ganze noch mit der Autohupe. Pass mal auf! Ja. Das hätten sich die Diebe auch nicht träumen lassen, dass wegen ihnen ein ganzer Platz vermint wird. Jetzt guckt sich einer das an. Was ist? Siehst du einen Büffel her, der Weißer Jäger? Köst, das fängt doch tatsächlich an zu grillen, als ob nichts wäre. Glaubst du denn, dass man mit Würstchen Diebe anlockt, Hajo? Vielleicht wollen sie ja nur ihre Vorräte wegessen, bevor sie gestohlen werden. Vielleicht ist der Dieb ja auch nur ein armer Waldmensch auf der Suche nach etwas Nahrung. Na, dann stelle ich mir ein Schälchen Milch raus, blöde Kuh. Na, wie sieht's aus, Dieter? Ha? Das wird, sag ich dir. Ich bin gleich soweit. Ja. Wenn ihr schon keine Bowle trinkt, dann schaut euch wenigstens das Tischfeuerwerk an. Ich denke, das Tischfeuerwerk ist alle. Dieter hat im Moment ganz viele davon. Hey, nicht! Nein, halt! Bist du wahnsinnig? Nicht! Roswitha, bist du wahnsinnig? Halt! Aufhören! Entdeckung! Das war knapp, Schatz. Das war kein Tischfeuerwerk, sondern ein Sprengkörper Klasse 2. Oh, schade um die Bowle. Danke, du hast mir auf eine Idee gebracht. Dieter! Da drüben im Gebüsch hat sich was bewegt. Wo? Na, da drüben. Geh doch mal gucken. Na, ich geb dir Deckung. Hajo, hier ist nix. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hajo.
Happy Birthday to you. Los, kommt raus da. Und nicht schießen, Sheriff. Wir wollen es auch nicht wieder tun. Arschlöcher. Wir wollten nur den Kasten zurückbringen. Und mit dir mal anstoßen. Ich fürchte, der weiße Jäger trinkt zurzeit kein Feuerwasser. So billig kommst du uns nicht weg, du. Bewacht lieber eure Wohnwagen. Wir rühren uns nicht vom Fleck, bevor wir nicht noch was zu trinken kriegen. Hier ein ganzer Topf, frische Bohle. Oh, klasse, die hauen wir jetzt schön zusammen weg. Ja, nee. Ihr nehmt die Bohle und verschwindet. Wie du willst. Der Ajo ist ein guter Mann, guter Mann, guter Mann, der Ajo ist ein Selten habe ich dich so spendabel gesehen. Los, rein mit euch, wird dunkel. Komm, Roswitha. Ein schöner Tag auf der Ponderosa geht mal wieder zu Ende. Dieter! Was ist? Na was? Dann schnarchen halt mal meilenweit. So schnappen wir die Burschen nie. Ja, wenn wir sie abschrecken, ist doch gut. Ich will sie heute Nacht erwischen. Ach komm, Hajo, lass uns ins Bett gehen. Ich bin hundemüde. Und dann morgen früh wach werden und dein Vorzelt ist ausgeräumt. Ich weiß sowieso nicht, wie ich die ganze Wäscheklammern loswerden soll. Da, leuchte mal! Da ist was. Ich bin's, nichts tun! Oh, Roswitha. Es hätte verdammt ins Auge gehen können. Ich hol nur schnell eine Tüte Chips. Ja, aber dann wieder ab ins Bett. Didi, bist du auch warm genug angezogen da oben? Nun mach hin! Ja, ja! Mach's aus! Mach's aus! Ja, doch, ja, doch. Ja, jetzt haben wir den Dieb bestimmt auf uns aufmerksam gemacht. Genau. Wenn der Schaf ist auf einer Autohupe, sind wir jetzt dran. Und manchmal kriege ich ihn überhaupt nicht wach. Dann liegt er einfach nur da. Ich kann rütteln, so viel ich will. Nichts zu machen. Sei froh. Didi hat einen furchtbar unruhigen Schlaf. Der wälzt sich immer so. Manchmal finde ich ihn morgens am unteren Ende vom Bett wieder. Ich kann bei Hajo vier verschiedene Arten von Schnarchen unterscheiden. Die eine. Und das ist die normale zu Hause, wenn er einfach nur müde ist. Didi macht immer so. Wie ein Trüffelschweinchen. Am schlimmsten ist es, wenn er was getrunken hat. Ich glaube, Hajo ist der einzige Mensch auf der Welt, der sogar schnarchen kann, wenn er auf dem Bauch liegt. Ruhe da unten! Oh, ein Klopfgeist. Da wollen wir doch mal schnell zurückklopfen. Meldung an den Wachhabenden. Unser Chipsvorrat ist allmählich zu Ende. Da holen wir uns bei Bröte einfach neue. Ist doch schon kurz vor 12, der hat doch schon zu. Ist doch für uns beide kein Hindernis. Mensch, wo Nicole nur wieder bleibt. Dieter, Hajo, kommt doch rein. Hier ist es so schön gemütlich. Ja, Hajo. Heute kommt bestimmt kein Dieb mehr. Nö, die Diebe liegen schon längst im Bett. Prost. Oh. Köstlich. Irgendwo da draußen lauert die Bande. Ich frage mich gerade, wie das früher war. Weit und breit keine Menschenseele. Ruhig, schön ruhig. Männer und ihre Familien ganz auf sich gestellt. Und wenn dann Gefahr drohte, hat man sich aufs Dach vom Wohnwagen verzogen. Dieter, Dieter! Los, leuchte! Die Taschenlampe, los, leuchte! Ach. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Hajo! Seid still, verdammt! Happy bleib bloß da stehen! Hey, Hajo, die Bohle ist alle. Hast du noch ein Bierchen? Ich hab nichts mehr und jetzt verschwinde. Komm mal mit, Hajo. Wir gehen doch schön zur Pulte und holen was Neues. Hm? Natürlich alles unter deiner Aufsicht. Nee, Dieter, was mit dir? Wir sind doch noch lecker am Grillen. Der ist hundemüde. Ich wäre auch in einer Viertelstunde wieder da. Wenn du jetzt gehst, dann für immer.
Edith, was ist jetzt? Ja. Ich kann nicht. Wir sind hier nämlich auch zu eurem Schutz. Ja, wo sind denn eure Frauen? Hier! Ruhe da unten! Mensch, Ajo, lass die Frauen frei. Jetzt verschwindet endlich. Oh, oh, geht's mit Ajo aber böse. Psst, Dieter, da ist jetzt. Leuchte! Hey, was soll das denn? Kein Schritt weiter, Nicole. Was ist denn los? So, jetzt fühle ich mich wenigstens ein bisschen frisch. Ich glaube, ich lege mir gleich noch eine Eismaske auf. War ja auch schon hell, als wir ins Bett gegangen sind. Es war aber doch noch die beste Geburtstagsparty, die Hajo je hatte. Schade, dass er nicht dabei war. Tja, schade. Hallo Mädels, komm, bist du voller Lese? Komm, hör auf, ich will gar nicht dran denken. Warum ist unser Schillert eigentlich gleich weggegangen? Weil er sich Dieters Alarmanlage wohl ein bisschen anders vorgestellt hat. Tschüss. Oh mein Gott, Heidi. Ganz ruhig, Roswitha. Morgen. Morgen. Entschuldigung. Ja? Wir sagen alles. Gehört er Ihnen? Oh ja, danke. Nicht zu danken. Schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Morgen. Morgen, die Damen. Tja, das ist das ganze Diebesgut. Sie haben alles wieder? Ja, die Polizei hat es im gestohlenen Wagen gefunden, aber von den Tätern keine Spur. Naja, Hauptsache ist alles wieder da. Ja, scheint so, als hätten die nur zwei Flaschen Sekt getrunken. Ach, haben Sie noch was von dem Sekt? Natürlich. Na gut, dann hätten wir gern zwei Flaschen. Oh, Roswitha, ich habe immer noch so einen dicken Kopf von gestern Abend. Du willst doch wohl kein Sektfrühstück machen. Zwei Flaschen Sekt, bitte. 36 Mark. 18 Mark die Flasche? Mhm. So. Ja. Und vier zurück. So, und die schenken wir Ihnen. Tschüss. Tschüss, Herr Brüter.